Warhammer 40k Space Marine 2 steht vor der Tür, liebe Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und im Hintergrund hier seht ihr bereits, worum es heute gehen wird. Wir werden uns über die 6 Klassen unterhalten, die es dann in dem PvE Operations Modus und im PvP Modus zur Auswahl geben wird für uns. Und da sind einige wirklich interessante Klassen dabei. Ich habe mir massig Infos zu diesen Klassen und Gameplay auch reingezogen. Wir werden uns auch Gameplay dazu angucken, werden die Besonderheiten hervorheben, die Spezialfähigkeiten, die sie haben und ob das insgesamt ein guter, interessanter Mix sein wird in diesem Game. Also viel zu besprechen, ganz viele Details und ich kann euch schon mal als Vorschau sagen, das wird eine richtig geile Sause für uns. Ihr müsst nämlich auch beachten, dass wenn ihr in einem Dreierteam spielt mit euren Buddies, mit euren Freunden, dass nur immer eine Klasse im Team sein kann. Also ihr könnt nicht zum Beispiel zweimal als Tactical im Team sein, sondern es darf immer nur eine Klasse jeweils von einem Spieler gespielt werden. Wenn ihr mit Bots unterwegs seid, normalerweise, wenn keine echten Spieler dabei sind, wird das mit Bots aufgefüllt. Dann habt ihr natürlich die freie Wahl, was ihr am liebsten zocken möchtet. Aber auf jeden Fall dahingehend beachtenswert, wofür man sich denn entscheidet. Passt es zu eurem Spielstil, passt es zu dem, was euch Spaß macht, einfach in der Action. Und deswegen denke ich, heute eine gute Sache. Wir gucken uns auch ein bisschen die Fähigkeitsbäume an, beziehungsweise was es da einfach an Besonderheiten gibt. Zudem noch kurz die Erwähnung, wenn ihr das Game ein bisschen günstiger haben wollt, ich glaube es sind 10% oder 15%, schaut bei Greenman Gaming vorbei. Ich bin dort Ambassador, deswegen findet ihr unten meinen Affiliate-Link. Und noch ganz kurz in eigener Sache, falls ihr euch für Figuren interessiert und insbesondere Warhammer 40k Figuren, dann habe ich eine super News für euch, denn bald werde ich meinen Online-Shop online stellen und ihr werdet die ersten sein, die davon mitbekommen. Ihr bekommt einen Gutschein von mir. Wenn ihr euch für den Newsletter unten eintragt, also auf relics.de/newsletter könnt ihr euch eintragen. Da werdet ihr von mir eine Info bekommen, sobald mein Shop online geht und dann werden bald ein paar richtig coole Warhammer 40k Figuren auf euch warten. Falls ihr Bock auf sowas habt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann dabei seid. Schauen wir uns als erste Klasse den Tactical an und hier seht ihr es auch bereits auf dem Bildschirm. Ich zeige es euch auch mal kurz an. Bei der Armor Class hat er hier 3 Balken. Das wird sich je nach Klasse auch jetzt noch unterscheiden. Ihr werdet das noch wahrnehmen. Ihr habt als Primärwaffen wirklich ein breites Arsenal. Ihr habt verschiedenste Bolter-Varianten, die ihr einsetzen könnt. Und beim Tactical sticht es schon sehr stark hervor, dass diese Klasse wohl die breiteste Waffenauswahl unter allen Klassen hat, die es in Space Marine 2 gibt. Und das ist natürlich ein schöner Vorteil. Ihr könnt euch je nach Situation anpassen, eine andere Waffe mitnehmen, vielleicht auch eine Waffe wechseln während einer Mission und je nach Anspruch und Anforderung ihr euer Arsenal so ausrichten und feintunen, dass ihr bestmöglich ausgestattet seid. Als Sekundärwaffe habt ihr Bolt Pistol und in Nahkampf habt ihr das Kettenschwert, was ihr nutzen könnt. Die Spezialfähigkeit ist hier der Auspex-Scan, also der Umgebungsscan, der Feinde aufdeckt und sie gleichzeitig auch verwundbarer macht gegen Schaden. Das heißt, dieser Skill bringt wirklich dem gesamten Team einen sehr, sehr guten Vorteil, bringt auch sehr viel, wenn ihr Feinde habt, die sich im Stealth bewegen, die gerade unsichtbar sind. Und wenn man das jetzt auch auf PvP überträgt, ist der Tactical natürlich auch sehr fein, denn wie ihr vielleicht schon wisst, gibt es ja auch die Sniper-Klasse, die wir gleich auch noch besprechen werden. Und der Sniper kann sich eben für eine gewisse Zeit unsichtbar machen. Also wird der Tactical auch wirklich Gift sein für den Sniper, weil der Tactical wahrscheinlich den Sniper aufdecken kann. So, und das ist natürlich eine Besonderheit hier einfach von dieser Klasse, das hervorzuheben. Es ist für Leute, die gerne Teamplayer sind, die wissen, dass der Gemeinschaftserfolg im Vordergrund steht, dass man nur als Team durch die Missionen und durch die erfolgreiche PvP-Matches kommt. Für Leute, die den Überblick über den Kampf behalten wollen, über das Schlachtfeld. Für solche Leute eignet sich der Tactical wahrscheinlich am besten. Ihr habt auch beim Fähigkeitsbaum verschiedene Möglichkeiten, euch anders auszurichten. Ihr habt ja da je nach Linie immer 3 Auswahlmöglichkeiten. Es gibt Team-Skills, die ihr habt, auch in 3 Variationen, wo ihr dann wirklich auch für euren Auspex-Scan dann auch später nochmal Verstärkungen oder Modifizierungen auswählen könnt, um den nach euren Bedürfnissen und Wünschen anzupassen. Ihr habt die Möglichkeit beim Tactical einfach Buffs für den gesamten
Squad euch freizuschalten oder diese Buffs dann auch zu verbessern. Ihr könnt diesen Scan verbessern und ihn verändern. Ihr könnt zum Beispiel skillen, dass ihr AOE-Schaden anrichtet, wenn ihr einen Nahkampf-Finisher macht mit dem Tactical. Und ihr habt zum Beispiel etwas wie Marked for Death, Soforttötung bei Kopfschüssen auf markierte Feinde. Solche coolen Dinger bringt der Tactical mit. Und die Stärken sind natürlich seine Vielseitigkeit durch das krasse, breite Arsenal. Er ist ausbalanciert, das heißt, er kann im Nahkampf mitmischen, er kann aber auch im Fernkampf sehr, sehr gut mitmischen. Die Schwächen sind, dass es wahrscheinlich keine Klasse ist, wo man sagen kann, das ist jetzt die allerstärkste Fähigkeit von dieser Klasse und da kann keine andere Klasse mithalten. Seine Stärke vom Tactical liegt eher darin, dass er wirklich vielseitig ist und eben ein Teamplayer. Und deswegen, wie gesagt, geeignet für solche Spieler, die hier gerne social unterwegs sind, würde ich mal meinen. Gehen wir weiter zur zweiten Klasse, nämlich zum Assault. Und hier seht ihr im Hintergrund bereits etwas sehr, sehr Besonderes, nämlich hier bei den Primärwaffen steht Not Available in diesem Screen hier. Ja? Das heißt, der Assault hat keine Primärwaffen, keine Primär-Fernkampfwaffen, die er nutzen kann. Das heißt, er beschränkt sich eigentlich bei den Sekundärwaffen nur auf die Bolt Pistol oder die Heavy Bolt Pistol und dann eben auf das Nahkampfarsenal, nämlich das Kettenschwert, den Thunderhammer und die Power Fist, die stehen ihm zur Auswahl. Was ihn dann noch mehr besonders macht, ist natürlich sein Signaturskill, nämlich das Jump Pack, mit dem er hoch in die Lüfte gehen kann, sich schönen Überblick verschaffen kann, was ist eigentlich gerade hier überall los auf dem Schlachtfeld und dann je nachdem, wo die meisten Monster sind, wird anvisiert und dann reingeflogen und mit dem Donnerhammer wahrscheinlich ordentlich reingehauen. Das heißt, der Assault ist eigentlich eine Klasse für die Leute, die wirklich im Nahkampf richtig mitmischen wollen und richtig um sich prügeln möchten. Armor Class ist hier auch bei 3 Balken, das heißt recht gut gepanzert eigentlich unterwegs. Und das Schöne finde ich jetzt, wenn man es auch im PvP bedenkt, mit diesem Jump Pack und in der Luft fliegen, kann man auch echte Spieler überraschen. Man kann oben in der Luft kurz schweben und sie gucken immer nur, wo sie gerade auf dem Boden, wo was unterwegs ist. Aber man selber könnte über die Gegner drüber fliegen und dann hinten landen und sie von hinten überraschen. Das wäre mit dem Assault möglich, beim PvE vielleicht auch, eben durch die Vertikalität beim Assault auf Vorsprünge hochzukommen und dort Feinde niederzumähen, die vielleicht Probleme machen. Ebenfalls aber auch das Jump Pack zu nutzen, um vielleicht aus einer brenzlichen Situation relativ schnell auch wieder rauszukommen. Also eine sehr mobile Klasse für die Leute, wirklich die Mobilität bevorzugen und keine schwergängige Klasse mögen in keinem Game, sondern wirklich hier Bewegung drin haben möchten. Hier ist der Assault wirklich eine geile Sache, denke ich mal. Ihr habt den Fokus auf Bewegung und Nahkampf bei den Fähigkeiten, also beim Perk Tree. Ihr habt zum Beispiel Ample Ammunition, Nachladen beim Einsatz vom Jump Pack, das heißt, eure Waffe wird nachgeladen, wenn ihr das Jump Pack aktiviert. Ihr habt Ascension, also AOE-Schaden beim Starten mit dem Jump Pack, dass ihr wirklich in eurer Umgebung Schaden anrichtet bei den Feinden. Und zum Beispiel Commitment stellt Jump Pack durch perfekte Ausweichmanöver wieder her, also die Aufladung, dass ihr das Jump Pack einfach häufiger, schneller wieder einsetzen könnt. Die Stärken haben wir besprochen mit der hohen Mobilität und den starken Nahkampffähigkeiten. Schwächen sind natürlich, dass er verwundbar aus der Distanz ist. Also er hatte begrenzte Fernkampffähigkeit, einfach nur, weil er nur mit dieser Pistole, mit den 2 Pistolen-Varianten rumrennen kann und dann halt wirklich sonst mit automatischen Waffen großartig eigentlich eher ein Versager ist. Heißt wirklich für nahkampffokussierte Spieler die absolute Metzelmaschine. Und ich glaube, die Leute, die das bevorzugen, die haben auch keine Bedenken und nehmen den Assault und sagen, oh, da habe ich Bock drauf. Ja? Gehen wir weiter zum Vanguard. Vanguard hat nur die Armor Class mit 2 Balken, wie ihr hier seht. Soweit ich das Gameplay richtig beobachtet habe, im PvP auch, gibt es vielleicht bei mancher Klasse noch die ein oder andere Möglichkeit, hier noch einen weiteren Balken hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe nur bei verschiedenen Klassen gesehen,
dass sie auch mal mehr oder weniger Balken haben können, als jetzt hier in so einem Übersichtsscreen gezeigt wurde. Das mal nur als Anmerkung nebenbei. Aber grundlegend nehmen wir das einfach mal so, wie ich es jetzt momentan habe. Wir haben hier zwei Balken, das heißt, der Vanguard ist relativ wenig gepanzert. Also auf jeden Fall weniger als die Klassen, die wir bisher besprochen haben. Bei ihm ist es besonders, dass er diese Spezialfähigkeit hat, nämlich den Grapnel Launcher, also sowas wie ein Enterhaken, den er schießt auf Feinde, sich dann an den Feind heranzieht und ihm gleichzeitig noch einen Kick ins Gesicht gibt, wenn er landet. Und das natürlich erstmal auch was unterbrechen kann, vielleicht eine Aktion, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr pompöser Auftritt ist im Gefecht. Das macht diese Klasse natürlich auch sehr mobil. Wir haben ja auch über einen Assault gerade eben gesprochen, also Vanguard auch im Nahkampf unterwegs, auch eine sehr mobile Klasse durch diesen Grapnel Launcher, den man, glaube ich, in der Hauptaufladung, wenn er aufgeladen ist, zweimal hintereinander erstmal einsetzen kann, bevor der sich wieder aufladen muss. Also hier kann man eine Fähigkeit relativ häufig einsetzen. Wer das gerne macht, der könnte natürlich auf ihn hier, auf den Vanguard, wirklich ein Auge werfen. Ihr habt als Primärwaffen Instigator und Oculus Bulk Carbines und Melter Rifle im Einsatz. Bei den Sekundärwaffen gibt es die Bolt Pistol und Nahkampfwaffen wie Kettenschwert oder ein Kampfmesser. Das ist für den Vanguard hier die Sache. Ja, der Greifhaken mit dem Tritt, das denke ich ist wirklich seine Signatur, das macht ihn besonders. Er hat bei den Perks, also bei den Fähigkeiten, Buffs für Parieren oder Ausweichen. Ihr könnt beispielsweise bei den Team-Perks wählen, dass alle Squad-Mitglieder 15% ihrer Fähigkeitsaufladung wiederherstellen, wenn sie Finisher ausführen. Das ist eine coole Sache. Dann habt ihr beim Signaturbereich habt die Möglichkeit Tactical Prowess, setzt Cooldown des Grail Launchers nach Finishern zurück. Also dann könnt ihr diesen Greifhaken noch häufiger einsetzen. Ihr habt Emperor's Blessing, stellt statt zu sterben die gesamte Rüstung wieder her. Adrenalin Rush, 1% Lebenspunkte Regeneration bei Nahkampfkills von Majoris und höherstufigeren Feinden. Ist also hier eine Klasse, die auch die Möglichkeit hat, mal ab und zu dem Tod von der Schippe zu springen und die Möglichkeit, auch Lebenspunkte wiederherzustellen. Gewissermaßen also in Anführungszeichen einen Berserker-Modus hinzulegen und wirklich die Survivability im Kampf kurzzeitig zu erhöhen, dass man hier kurz reinhaut, aber sich dann am besten auch wieder mit dem Greifhaken relativ schnell verpisst. Ja, also da ich denke, wird es die Herausforderung für Spieler sein, diesen Greifhaken sinnvoll einzusetzen, bei den richtigen Feinden anzusetzen und dann auch vielleicht, wenn es brenzlig wird im Nahkampf, weil er ja nicht so gut gepanzert ist, auch die Möglichkeit zu ergreifen, sich vielleicht an weit entfernt stehenden Feinden mit dem Grapnel Launcher wieder in Sicherheit zu bringen, also raus aus dem Monstergetümmel zu ziehen und eben das Timing perfekt drauf zu haben, zu entscheiden, wann gehe ich wo rein, wann bin ich weit weg von meinem Team oder wie weit weg sollte ich überhaupt von meinem Team sein und wann gehe ich aus den Monstermassen raus, weil ich es nicht mehr packe, weil ich keine Skills und keine Fähigkeiten und keine Boni mehr habe, um mich am Leben zu halten. Ich denke, das wird die Herausforderung sein beim Vanguard. Er ist äußerst mobil, das ist die Stärke von ihm, spezialisiert auf schnelle und aggressive Angriffe. Die Schwächen weniger robust und geringere Feuerkraft. Und Spieler, die wirklich dynamische Kämpfe bevorzugen und Feinde schnell überwältigen wollen, ihr findet wahrscheinlich im Vanguard eure wahre Freude. Dann gehen wir jetzt zu einer Klasse, die deutlich anders ist, nämlich eigentlich fast auf der ganz anderen Seite, zumindest was die Panzerung angeht. Hier drei Balken, ich habe ihn aber auch schon mit vier Balken gesehen. Also der Bulwark ist die am besten gepanzerte Klasse in Space Marine 2. Er hat als Primärwaffe die Bolt Pistol oder die Plasma Pistole im Einsatz. Ihr seht aber, dass er bei den Standard hier hat er die Bolt Pistol und die Plasma Pistol bei den Primärwaffen not available, ja, weil er hat hier das Schild. Und das macht den Bulwark wirklich besonders. Die Haupthand bei ihm wird mit dem Schild belegt, deswegen hat er im Primärslot einfach keine Primärwaffe drin. Er hat bei den Nahkampfwaffen allerdings das Kettenschwert, die Powerfist oder das Power Sword.
Und das macht den Bulwark auch wieder besonders, denn er hat das Power Sword zur Verfügung, was einen Modus hat mit AOE-Schaden und was eher einen Modus hat mit Einzelzielschaden. Also hier auch sehr viel Flexibilität für den Bulwark. Und das Schild ist deswegen auch noch so besonders, weil es alle leichten Attacken tatsächlich blocken kann, wenn man das Schild auch dann einsetzt, wenn so eine Attacke erfolgt. Das heißt, man kann hier wirklich sehr viel Schaden von sich selbst blocken, wegnehmen, wenn Feinde kommen. Die Spezialfähigkeit kommt dann noch hinzu. Es wird ein Chapter-Banner in den Boden gerammt und das stellt Rüstung für sich selbst und für die Verbündeten wieder her. Also auch noch wirklich ein schöner Teamskill dabei, der die Überlebensfähigkeit vom gesamten Team extrem stark erhöhen kann. Gehen wir zum Perktree rüber. Was haben wir da? Wir haben einen Fokus auf Haltbarkeit und Verteidigung. Das heißt, er sollte länger überleben können durch bestimmte Fähigkeiten, die er da skillen kann oder die Verteidigung einfach noch weiter ausbauen können. Und Teamperks machen das gesamte Team widerstandsfähiger oder erhöhen die Überlebensfähigkeit. Bei den Signatur-Perks, die wir haben in diesem Skillbaum, haben wir zum Beispiel Emergency Countermeasure, also Granaten bei gebrochener Rüstung werden gedroppt, defensive Meisterschaft, sofortige Exekution bei perfektem Parieren. Dann haben wir Armored Advance, verhindert Zurückstoßen bei schweren Treffern, solange Rüstung vorhanden ist. Das sind also Möglichkeiten, die wir haben im Fähigkeitenbaum vom Bulwark. Die Stärken sind also definitiv die hohe Verteidigung und dass er das Team schützen kann und positiv buffen kann. Dann haben wir hier die Schwächen, nämlich eingeschränkte Angriffsmöglichkeiten. Wir haben es besprochen, die Primärwaffe fehlt beim Fernkampf. Wir haben hier nur Pistolen in der Nebenhand, heißt wirklich auf mittleren bis weit entfernten Schaden kann man den Bulwark ziemlich vergessen. Er ist der, der auch im Nahkampf aktiv ist, dort wirklich scheinen kann. Und auch wirklich viel auf die Mütze bekommt und trotzdem weitermacht. Ich denke, das ist für Leute, die gerne Tanks spielen, die gerne eine unterstützende Rolle einnehmen möchten, das Team verteidigen wollen, selbst einfach Last Man Standing sind und immer noch das Schild hochhalten und sich versuchen, irgendwie durchzuhaken. Ich glaube, für euch ist die Klasse perfekt. Und in diesem Sinne gehen wir auch weiter zur nächsten und vorletzten. Nämlich, wir gehen zum Heavy rüber. Heavy ist auch nochmal eine ganz besondere Nummer für sich, denn hier haben wir die ganze Sache ein bisschen umgekehrt, als wir es bei manchen Klassen zuvor hatten. Wir sehen hier nämlich, dass er keine Nahkampfwaffen hat. Und es scheint so zu sein, Heavy hat keine Nahkampfwaffen. Bedeutet, Heavy ist nur damit unterwegs, dass er primär Feuerwaffen hat und in der Nebenhand auch noch Pistolen. Bei den Primärwaffen hat er allerdings den Heavy Bolter, er hat die Heavy Plasma Incinerator oder den Multimelter. Und bei den Sekundärwaffen hat er die Plasma Pistole und die Bolt Pistol am Start. Heißt, bei den Primärwaffen wirklich Rambo lacht er aus quasi mit dem Arsenal, was der hier im Primärwaffenslot hat. Da würde wirklich Rambo feuchte Augen kriegen. Heavy haut hier richtig auf die Kacke. Und wenn man eine Klasse mit dabei haben möchte im Gefecht, die wirklich relativ stationär einen Bereich halten kann und wirklich die Distanz zum Feind hat, um ihn auf Distanz zu halten, dann ist Heavy eine richtig krasse Klasse, einfach um bestimmte Punkte zu verteidigen vor Feinden oder einfach wirklich riesige anstürmende Horden erstmal ja zu dezimieren von der Ferne schon, also auch recht taktisch angehaucht, weil man als Heavy wirklich darauf achten sollte, in die Ferne zu schauen und zu gucken, was kommt denn da aus der Ferne angerannt, wann kann ich es frühestmöglich in wirklich krassem Ausmaß zerstören. Und wer das mit Heavy machen möchte, der sollte dann immer ein Auge drauf halten, schon auf Distanz möglichst viel Schaden anzurichten. Und ich denke, dass ist auch das, was die Spieler an dieser Klasse lieben werden. Er hat als Spezialisierung Iron Halo. Das gibt eine Barriere vor ihm und die blockiert jede Form von Fernkampfschaden, die einprasselt für eine gewisse Zeit. Und zwar nicht nur ist das ein Schutzschild für sich selbst, sondern auch ein Schutzschild für die Teammitglieder. Das heißt, wenn sie sich beim Heavy positionieren und dann da richtig sich gut aufstellen,
sind sie geschützt vor Fernkampfschaden und können sich dann schön um die Feinde kümmern und im Nahkampf vielleicht auch ein bisschen besser aufräumen, weil der Heavy wahrscheinlich im Nahkampf hier durch die fehlende Nahkampfwaffe durchaus Probleme haben könnte, wenn da einiges direkt vor seiner Nase rumläuft. Das heißt, wir haben hier ziemlich klar auf der Hand, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Ich denke, im PvP ist es mega interessant, was der Heavy mitbringt. Denn wenn man zum Beispiel eine Zone verteidigen muss, was es beim PvP ja durchaus gibt, dann werden die meisten gegnerischen Feinde erstmal versuchen, von der Ferne schon mal drauf zu ballern, irgendwo auf die Leute, die da rumstehen bei einer Zone. Und da ist der Heavy natürlich da und der blockt erstmal den Schaden weg und heizt die ordentlich ein. Also ich denke, der Heavy wird auch im PvP eine sehr interessante Sache sein bei manchen Spielmodi. Das sollte man nicht außer Acht lassen. Wenn wir in den Perk Tree rübergehen, haben wir verschiedene Buffs und darunter Munitionswiederherstellung und Schadensteigerung. Das heißt, der Heavy ist auch so eine Klasse, die dann erstmal warm wird und heiß läuft sozusagen mit dem Geballer ja auf die Feinde. Dann bei den Team-Perks haben wir reduzierten Fernkampfschaden für das gesamte Team, erhöhte Munitionskapazität oder vollständige Wiederbelebung der Gesundheit. Solche Sachen sind auch zur Wahl im Perk-Tree. Dann Signature-Perks haben wir zum Beispiel Offensive Ability. Iron Halo fügt Feinden in der Nähe Schaden zu, also dann macht diese Fähigkeit auch noch Schaden und blockt nicht nur Schaden ab, also ein bisschen offensiver. Dann haben wir Cool and Reserve, verhindert Überhitzung der Primärwaffe, wenn beide Squad-Mitglieder incapacitated sind. Dann haben wir Conversion Field, 50% schnellere Aufladung von Fähigkeiten für alle Squad-Mitglieder in der Nähe, während Iron Halo aktiv ist. Also auch eine krasse Sache, 50% schnellere Aufladung bei den Fähigkeiten ist etwas, was ich glaube, Teamspieler mit sehr begrüßen werden, sagen, Gott sei Dank, cool, dass ich einen Heavy dabei habe. Wir haben die Stärken mit hohem Schadensoutput und besonders effektiv gegen schwere Ziele. Wir haben die Schwächen, dass er relativ langsam ist und eingeschränkte Mobilität hat. Der muss auch, wenn man das Gameplay anguckt, immer wieder zurückspringen, wenn dann die Horden mal Überhand nehmen. Der muss dann gucken, dass er irgendwie wieder auf Distanz kommt, dass er sich warm laufen kann mit seinem Geballer, um dann irgendwie mit der Situation klarzukommen. Das heißt, ich denke, und das möchte ich auch noch kurz hinzufügen, bevor wir zur letzten Klasse rübergehen, Heavy würde ich vermuten, dass es für die Leute auch interessant sein könnte, die so eher die Außenseiterklasse mal spielen möchten, was auch ein Vorteil sein kann beim Matchmaking, weil ja nur immer eine Klasse im Team sein kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass relativ wenige, also im Großen und Ganzen, wird ein geringerer Prozentsatz sich für Heavy entscheiden bei den Operations, weil ich glaube, die Klasse recht gewöhnungsbedürftig ist und recht schwierig effektiv zum Spielen sein wird, weil eben die Nahkampffähigkeit fehlt und man eine gewisse vorausschauende Fähigkeit haben muss, um hier möglichst effektiv zu spielen. Und dadurch wird immer ein Slot frei sein, weil Heavy nicht schon belegt ist bei den Multiplayer-Matches. So gehe ich zumindest davon aus. Und in diesem Sinne, Leute, gehen wir rüber zur letzten Klasse, nämlich zum Sniper, den ihr hier im Hintergrund jetzt auch seht. Wir haben beim Sniper verschiedene Scharfschützengewehre, die er ausrüsten kann auf dem Primärslot, wie Stalker Bolt Rifle, Bolt Sniper Rifle, Bolt Carbine und Last Fusel heißt es. Dann haben wir Sekundärwaffen, Bolt Pistol und im Nahkampf das Kampfmesser. Was anderes steht ihm hier nicht zur Verfügung, dem Sniper. Und wir haben als Spezialfähigkeit Camo Cloak, also er kann sich für eine gewisse Zeit wirklich unsichtbar machen, ist unsichtbar für Feinde oder im PvP für andere Spieler. Es sei denn, der Tactical deckt ihn vielleicht auf beim PvP. Und wenn er so dieses Stealth bricht, dann hat er erstmal einen höheren Schadensoutput für den ersten Schlag. Also wirklich so Assassine, Meuchelmörder, Dieb, Schurke von vielen anderen Games. Wer sowas gern gespielt hat oder das immer die erste Wahl für euch gewesen ist, dann ist der Sniper wahrscheinlich auch was sehr Interessantes für euch. Ihr seht bei der Armor-Class, aber hier nur zwei Balken, heißt eben, dass der Sniper sehr aufpassen muss, dass er mit dem Leben davonkommt, wenn er sich mal in die Schlacht stürzt. Heißt, diese Klasse geht wirklich auf Distanz erstmal, guckt, dass mit den Sniper-Waffen aufräumt, möglichst die besten Ziele rauszupicken, die schnell auszuschalten, weil wenn dann zu viel auf ihn allein kommt, könnte er wirklich Probleme haben, besonders wenn sein Camo-Cloak momentan an der Aufladung ist und er es nicht einsetzen kann. Wenn er dann einen Fehler macht,
kann es, glaube ich, sehr schnell passieren, dass der Sniper weg ist. Tschüss, dann war es das. Ja. Er hat keine große Survivability. Das halten wir einfach mal fest. Wenn wir in den Perk Tree reingehen, haben wir erhöhte Wiederbelebungsgeschwindigkeit und Buffs für Schaden. Wir haben bei den Team Perks erhöhte Schadensboni für das Squad bei Kopfschüssen. Dann haben wir bei den Signature Perks Beispiele wie Free Camo Cloak. Also Camo Cloak aktiviert sich kostenlos bei perfekten Ausweichmanövern. Sehr coole Sache. Emergency Override aktiviert Camo Cloak bei tödlichem Schaden und gewährt 5 Sekunden Unverwundbarkeit. Schön mal um dem Tod von der Schippe zu springen, würde ich meinen. Dann haben wir Pattern of Excellence. Stellt eine Ausrüstungsladung nach 4 aufeinanderfolgenden Kopfschüssen wieder her. Na, da haben wir hier diese Ausrüstungsladung, wo man sich dann einen Balken wiederherstellen kann. Also doch sehr nützliche Sachen. Und was man ja auch noch sagen kann, wenn er in den Stealth geht, kann er sich zu gefallenen Teammitgliedern schleichen und die wieder beleben. Das ist natürlich von großem Vorteil. Man sollte das natürlich taktisch einsetzen, wenn man kurz vorm Verrecken ist, das einschalten zu können oder eben sowas dabei zu haben, dass man anstatt zu sterben nochmal 5 Sekunden Unverwundbarkeit bekommt und Camo Cloak so wie so eine Notsicherung beim Sniper. Vielleicht eine ganz gute Wahl, um länger überleben zu können. Ansonsten steckt diese Klasse wahrscheinlich sehr schnell zu viel Schaden ein und ist halt dann einfach gut. Und wir haben bei den Stärken hohe Präzision, effektiv aus großer Entfernung. Wir haben die Schwächen, dass er verwundbar im Nahkampf ist und eine relativ geringe Feuerrate dann tatsächlich mitbringt. Also wenn die Feinde dann vor seiner Nase überhand nehmen, dann muss der Sniper gucken, was er macht. Ja, dann muss er wirklich gucken, was er macht, weil dann ist er, glaube ich, in einer Situation, in der er nicht sein will, von Feinden umzingelt. Da gibt es dann wiederum die anderen Klassen, die wir bereits besprochen haben, die deutlich besser mit solchen Dingen umgehen können, wie der Assault zum Beispiel, der Tactiker bestimmt auch, oder Vanguard oder Bulwark vor allem natürlich im Monstergetümmel eine viel bessere Figur macht als der Sniper. Deswegen geeignet für Leute, die auf Präzision stehen, die gern Sniper spielen, gerne sowas wie Assassine, Meuchelmörder immer gerne mögen. Schnell rein, schnell raus, gucken, nicht zu viel Schaden zu fressen und sich sonst immer hinterhältig zu positionieren und versuchen, da den richtigen Stich zu machen. Und da werdet ihr dann wahrscheinlich eure Freude drin finden. Strich drunter, liebe Leute. Wir haben jetzt alle Klassen, ich hoffe doch für euch auch, relativ gut beschrieben. Ich habe mir größte Mühe gegeben, nachdem ich sehr viel Gameplay angeschaut habe, wie sich diese Klassen spielen, und habe natürlich versucht, sehr viel daraus zu ziehen, was es so schon als Vorschau gab und wie meine Einschätzung ist, wie man diese jeweilige Klasse vielleicht am besten spielen könnte. Ich hoffe, das hat euch die Möglichkeit gegeben, vielleicht jetzt schon im Voraus eine Entscheidung zu treffen, mit welcher ihr dann anfangt. Aber ich möchte euch da auch noch was mit auf den Weg geben. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wenn ihr die Hauptkampagne spielen werdet, was ihr wahrscheinlich als erstes tun wollt, dass ihr dann so, ich gehe stark davon aus, dass ihr eine Art Allrounder halt dann einfach spielt. Ihr werdet Missionen haben, wo ihr vielleicht mit einer Sniper unterwegs sein müsst und da irgendwas machen müsst. So habt ihr dann ein erstes Erlebnis mit der Sniper. Dann habt ihr irgendwo eine Möglichkeit, wo ihr mal ein Jetpack einsetzen müsst. Bei Space Marine 1 war das ja gewissermaßen so, da habt ihr auch einen Missionsabschnitt gehabt, wo ihr ein Jetpack nutzen musstet und einen Thunderhammer dabei hattet. Und so kriegt ihr dann durch die Kampagne eine Vorschau, was diese speziellen Klassen besonders macht und wie sich das so spielt, wenn man damit unterwegs ist. Und dann auch relativ schnell eine Entscheidung treffen könnt, was euch da am besten gefallen hat während der Story. Und was ich jetzt als Fazit drunter einfach noch loswerden möchte, ist: Ich freue mich megamäßig auf Space Marine 2. Mein erstes Video war jetzt etwa vor über einem Jahr, wo ich mal ein Video gemacht habe, einfach, dass ich mich voll drauf freue auf das Game, und ich finde, es sieht noch geiler aus, als ich es mir persönlich vorgestellt hätte, besonders eben bezogen auf die Klassen, weil ihr habt es jetzt ja wirklich auch selbst gesehen. Ja, also keine Klasse ist wie die andere, sei es die Spezialfähigkeit, sei es der Perk, wie den wir ja nicht mal 100% bei jeder Klasse durchgesprochen haben, sondern nur mal so angeteasert, dann haben wir tatsächlich, dass eine Klasse zum Beispiel keine Primärwaffen hat, oder eine andere Klasse, wie hier jetzt der Heavy, hat keine Nahkampfwaffen. Ja, das sind schon krasse Unterschiede, und das macht diese Klassen auch wirklich besonders, und das macht die Entscheidung für eine Klasse zum Beispiel auch wirklich
besonders. Sie spielen sich anders, das sieht man am Gameplay. Und ich finde, das ist eine wirklich coole Geschichte, wenn ich mir andere Spiele, zum Beispiel auch im MMO-Bereich, angucke, wo man alles einfach machen kann, während man kämpft oder so, man schaltet dann mal kurz um, dann hat man sich immer angepasst, sofort angepasst an alles und kann alles. Ich finde das langweilig, ich finde das cooler, wenn man sich auf was spezialisiert, auf was man wirklich Bock hat und sich dann da rein investiert und dann richtig cool wird mit dem eigenen Playstyle, das verfeinert, mit dem Perk Tree weiter ausbaut, noch solider macht und sich dann da rein spezialisiert und dann eine Weile richtig Bock hat, das zu machen und dann vielleicht irgendwann zu sagen, hey, jetzt habe ich eine ganze Weile Sniper gespielt, jetzt möchte ich auch mal mit einem Bulwark in die Feindesmassen rein und mal einfach auschecken, wie sich das spielt und du hast ein ganz anderes Spielerlebnis, eine ganz andere Erfahrung auch im Team und du hast andere Fähigkeit, du hast ein Schild plötzlich dabei, was du sonst nie hattest als Sniper zum Beispiel, ja. Und ein anderes Waffenarsenal zur Verfügung, das du ja auch noch aufleveln kannst, je länger du eine Waffe, eine bestimmte benutzt und dann weitere Variationen von der Waffe freizuschalten und so weiter. Also ich finde dieses System einfach richtig geil gelungen und ich freue mich mega auf den 9. September, wenn das Spiel rauskommt, beziehungsweise als Vorbesteller habt ihr 4 Tage vorab Zugang dann schon und ihr könnt dann loslegen. In diesem Sinne, Leute. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Teilt es gerne mit euren Space Marine Freunden, euren Warhammer 40k Freunden, wenn ihr es cool findet und die es auch cool finden, das Game, wenn es rauskommt. Und lasst gerne einen Kommentar da, lasst Fragen da, eure Einschätzung zu den Klassen, welche Klasse werdet ihr spielen. Haut es unten in die Kommentare rein, würde mir sehr helfen, dass das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Und in diesem Sinne, ciao Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.